John, Kate, Benjamin, Gavin, wie sieht's mit den Spenden aus? Na, wie sieht's mit der Kriegskasse aus? Mrs. Conway, natürlich, wir haben schon sehr viele von der Liste erreichen können. Und natürlich nur Positives zu hören. Die Republikaner stehen hinter der eigenen Front, natürlich. Sie wissen das. Und die ein bisschen unschlüssig waren, konnten wir zum Teil auch wirklich noch überzeugen, doch noch etwas zumindest in der Tasche zu greifen. Na, na, Wir haben na, schon ein John, wir ordentliches sollten Miss Sümmchen. Conway aber schon die Wahrheit sagen. Also, wenn wir hier untereinander sind, dann. Also, Miss Conway sollte die Wahrheit hören. Die ganzen Absagen. Ja, aber trotzdem, Sie zieht eine Augenbraue hoch. John, wovon spricht Ian da? ja, wir haben ein paar Leute verloren, weil in den Medien wird doch schon in ein paar Stellen doch noch ganz schön gehetzt wird und sie haben Angst. Aber wir haben schon viele auch wieder überzeugen können. Kate hat was Oder davon gesagt, Kate? dass Herr Trump nicht alle Wahlversprechen einhalten wird. Ich weiß nicht, was das für eine Telefonistin ist, aber. Kate, was muss ich da hören? Das war Miss Conway, das waren alles Republikaner, denen die Forderung von Mr. Trump zu weit ging. Ich habe damit einige weitere Spender bekommen mit dieser Zusage. Es ging diesen Ja, Leuten einfach aber nur zu weit wir müssen und doch seriös wirken, Kate. also gut, das muss ich mir mal im ganz genau anschauen. Bitte schickt mir sofort ein Update eurer bisherigen Zahlen. Ich werde das kontrollieren und ihr könnt euch sicher sein, dass Mr. Pence und Mr. Trump davon erfahren werden. Keine Sorge, ich habe die Telefongespräche aufgezeichnet, liegen alle auf dem Server. Sehr gut, Ian, sehr gut. Ich weiß. Ach so, ja, und die andere Sache, die ich auch noch bekämpfen musste, Blake und Ray, die sollten, glaube ich, gleich kommen. Oh, haben die unten Blödsinn angestellt? Also, das hat mich dann auch noch einige Nerven gekostet. Ich habe ja noch Kate gesagt, sie soll unten telefonieren, aber nicht mal das hat sie hinbekommen. Aber dann müsste Blake und Ray müssten das dann selber erzählen, wenn sie kommen. Oh. Kellyanne stemmt ihre Hände in die Hüften, gerade als die anderen in den Raum hereinkommen. Darlings, was muss ich da hören? Ja, die Popularität unserer Kampagne ist ungebrochen. Es war richtig viel los in der Lobby. Es gab leider lediglich am Anfang ein paar Probleme, denn wir hatten Schwierigkeiten mit dem Aufzug. Der muss in irgendeinem Stockwerk stecken geblieben sein. Womöglich bin ich da auf einen falschen Knopf gekommen, aber wir haben das erledigt. Unser Freund Ian hat sich ganz toll darum gekümmert, dass alle Wogen geglättet werden. Nicht wahr, Ian? Und ich lächle ihn ganz Ja, die stark Wogen habe ich schon an. geglättet, aber es gab halt schon ein paar neue Memes, also ein paar neue Fotos mit Bildunterschriften und so wie ich es richtig mitbekommen habe, der Chef der Republikaner, Mr. Priebus, der hat ja auch das ein oder andere dazu gesagt und der war schon ziemlich erzürnt, als es dann hieß, dass der Fahrstuhl dann für private Zwecke missbraucht wird, obwohl die beiden stecken geblieben sind, haben sie dann auch den Namen von Herrn Trump erwähnt und von seiner Familie und das hat im Internet hohe Wellen geschlagen. Was haben Also vorher gut, nicht mit Ruhm was? bekleckert? Aber Blake guckt das und so dann nicht so richtig hin. Der feiert sich immer noch ein bisschen auf diesen Kackhaufen, was er da vorhin gesehen hat. Sowas Ian, Ekliges. wir sind Ganz eine entspannt dahin, Familie. Wenn Captain wir den America, Aufzug okay? benutzen, sind das private Zwecke. Darlings, Darlings, bitte, ihr müsst jetzt nicht streiten. Das ist überhaupt nicht angebracht. Ihr kommt bitte euren Aufgaben nach und füllt diese in der bestmöglichen Weise aus. Es ist doch nicht zu viel verlangt, runter in die Lobby zu fahren, die Leute zu begrüßen, sich um die Social-Media-Kanäle zu kümmern und das Telefon immer besetzt zu halten. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin und jetzt möchte ich, dass ihr aufhört mit diesem Schnattern und euch gegenseitig anschwärzen, denn ich habe euch jemand sehr, sehr Wichtigen mitgebracht und ich möchte, dass ihr euch jetzt alle benehmt. Habt ihr das verstanden? Jawohl. Jawohl, Mrs. Conway. Ray greift sich ein Avocado-Sandwich. Und als wäre es irgendwie abgesprochen gewesen, kommt in diesem Raum tatsächlich in diesem Moment tatsächlich eure Überraschung in den Raum. Und als er hereinschreitet, macht Kellyanne eine Auslandegeste. Ladies and Gentlemen, der Gouverneur von Indiana und der zukünftige Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Mr. Mike Pence. Ja, ich klatsche auch. Salutiert natürlich sofort und
Es wirkt natürlich ein bisschen seltsam, dass da 8 Praktikanten nur im Raum stehen, aber frenetisch Applaus spenden, als Mike Pence hereintritt in seinem makellosen Anzug, eine hoch aufgeschossene und sehr kräftige Gestalt, trotz seines jetzt auch nicht unbedingt niedrigen Alters noch ein sehr schmucker Gentleman, der da hereinkommt, eine Statur von einem Politiker. In der einen Hand hält er eine Papiertüte von Dunkin' Donuts und in der anderen so ein Pappmaché-Tablett mit Kaffeebechern darauf, und einer von seinen Personal Aids begleitet ihn noch und schleppt noch mehr von dem Zeug heran und gibt sofort den Kaffee an einen von den Aids ab oder an einen von euch, der Nächste, der da hier noch in der Tür steht, vielleicht Ray, ihr seid ja gerade erst dazugekommen, drückt ihr den Kaffee in die Hand und hebt dann so die Hand zum Gruß und setzt sein irgendwie ein bisschen unecht aussehendes Lächeln auf und begrüßt euch. Ah, schönen guten Tag, meine lieben Praktikantinnen und Praktikanten. Das A-Team, wie Herr Kellyanne mir versichert hat, allzeit bereit, einen großartigen Job zu machen für unsere Kampagne, um Amerika wieder großartig zu machen. Ich bin gekommen, um euch meinen persönlichen Dank und auch den Dank von Donald auszusprechen. Ihr macht wirklich einen hervorragenden Job für unsere gemeinsame Sache. Was wäre unsere Kampagne nur ohne euch? Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Way stellt den Kaffee auf den nächsten Tisch und klatscht nochmal. Danke, Governor Pence. Ihre Worte, die brauchten wir. Die werden uns alle, glaube ich, nochmal, ich gucke zu Kate, werden uns alle nochmal richtig Kraft geben. Und wir werden es schaffen. Für sie, für Amerika. Er macht so ein bisschen die Runde und es scheint so, als möchte er jeden von euch persönlich bedanken. Bei John klappt es noch sehr gut, der stimmt ja hier auch gleich in das Politiker-Sprech mit ein, und er schüttelt ihm die Hand. Und obwohl niemand da ist, der ein Foto machen würde, wirkt das Ganze so, als würde er direkt mit dir so eine neue Fotosession, so eine Foto-Op irgendwie einrichten, und gibt dir so die Hand und grinst dabei so ein bisschen künstlich und dreht den Kopf so leicht zur Seite. Fast so, als würde er erwarten, dass von euch jemand ein Foto macht. Ja, ich hole ganz schnell mein Smartphone raus, würde da ganz schnell die Knöpfe an der Seite drücken und dann erstmal sehr ungezielt 1, 2, 3 Fotos reinklicken und dann danach mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Geht dann so ganz langsam von einem zum anderen und gibt euch die Hand und bedankt sich nochmal bei euch persönlich und spricht immer wieder den Kaffee und Donuts an, die er mitgebracht hat, um euch bei Laune zu halten, um euch auf den Beinen zu halten. Die einzige, bei der ein bisschen ganz, ganz seltsam wird und so sich zwar bedankt und auch so halb die Hand erhebt, sich dann aber im letzten Moment nochmal anders zu überlegen scheint und dann eben doch wieder zurückzieht, sind die beiden Damen, Danielle und Kate. Da schaut er sich so ein bisschen argwöhnisch um, merkt dann aber, okay, es sind ja noch andere Leute im Raum, dann ist es in Ordnung. Gibt euch dann doch so ein bisschen seltsam die Hand. Nachdem euch alle begrüßt hat, nachdem er euch alle begrüßt hat, hebt er nochmal so richtig zu einer Rede an. Er lädt euch nochmal ein. Bitte, bitte, nehmt euch doch, er nötigt euch was. Nehmt euch doch einen Kaffee, einen Donut. Ja, danke, Mr. Pence. Es ist eine Ehre, Sie mal kennenzulernen. Wie Sie sicher alle wissen, liegt der Wahltag nur noch 2 Tage vor uns. 2 Tage, die über das Schicksal dieser Nation entscheiden werden, ob wir eine gottgefällige, stolze Nation sind oder ob wir uns weiter dem Joch der politischen Korrektheit beugen, ob wir eine Nation sind, die Werte hochhält, Freiheit, Familie, Sicherheit. Er hebt zu so einer Rede an. Familie?
Familie ist ganz besonders wichtig für Mike Pence. Das betont er immer wieder. Ihr wisst mit Sicherheit, dass Pence vom religiös-konservativen Flügel der Partei stammt und mit Sicherheit auch so ein bisschen ausgewählt wurde, um Trump in seiner Hemdsärmeligkeit ein bisschen zu konterkarieren. Ja, Familie ist ihm besonders wichtig. Er scheint den Punkt immer wieder aufzugreifen in seiner Rede, ihn immer wieder zu wiederholen, auch immer wieder das Wort Familie zu wiederholen. Es klingt einfach wie derselbe politische Einmaleins, das ihr immer wieder gehört habt. Kennst du eine Rede von Mike Pence, dann kennst du alle. Diese scheint besonders repetitiv zu sein. Wieder hebt er an und wieder hebt er das Thema hervor. Familie, Freiheit, Gott. Eine Nation unter Gott. Das ist das Motto unserer Verfassung. Verfassung. Die Verfassung, die unsere Freiheit garantiert. Die Freiheit, die wir nur aufgrund starker Familie ausleben können. Und so wiederholt er sich immer und immer wieder. Wie reagiert ihr auf diese Rede? Wie durchlebt ihr diese Rede? Was geht euch durch den Kopf? Wie genau hört ihr da überhaupt hin? Oder widmet ihr euch halb schon wieder der nächsten Arbeit auf eurer Liste? Blake würde, der neben Ian steht, Ian anstoßen und sagen, haha, weißt du, Familie kann man sich nämlich nicht aussuchen, Freunde schon. Ich weiß es nicht. Das wissen wir. Ich bin natürlich ganz gespannt dahin hören. Ja, wirklich fast an seinen Lippen kleben. Natürlich geht im Kopf immer noch weiter die Liste durch, wen ich dann natürlich noch anrufen muss. Und immer wieder kommt diese Familie in meinen Kopf und ja, natürlich meine Abstammung, dass ich dann so eigentlich in dieses Haus, sozusagen in dieses Haus hier reingeboren wurde, in diese Partei und wie weit ich es doch vielleicht gebracht habe oder wie weit ich es noch bringen kann, kommt immer weiter in meinen Kopf hinein. Ah, John, du gehst richtig auf in dieser Rede. Diese Themen, die er anspricht, die finden richtig Resonanz in dir. Du spürst, wie die Leidenschaft für die Sache in dir aufsteigt, die republikanische Sache. Und es scheint, als würde Pence quasi seinen Blick auf dich fokussieren, wenn der immer wieder dieselben Phrasen drischt und wiederholt. Bei dir scheint das Ganze auf sehr fruchtbaren Boden zu treffen. Und er scheint geradezu wie angezogen von dir zu sein, während er seine Rede hält. Wie schaut's mit den anderen aus? Wie reagiert ihr auf diese Rede? Kate würde halt einen der Kaffees sich greifen und dran trinken. Und halt so eher mit einem halben Ohr zuhören und in Gedanken eher abschweifen, wo sie denn jetzt noch sein könnte stattdessen. Dass sie lieber bei ihrer Familie wäre als hier. Ja, also ich werde auf alle Fälle schon mal während dem Gespräch das Handy dann auch rausholen und wahrscheinlich dann das mit Blake oder so twittern. Von meinem eigenen Account aus dann auch wieder Donald Trump verlinken, irgendwelche Hashtags dazu bei Facebook nochmal posten und ich werde dann da auch sicherlich irgendwo versumpfen und nicht mal mehr mit einem halben Ohr zuhören, sondern da wirklich dann am Handy beschäftigt sein, weil das interessiert mich halt so gar nicht. Ja, Ray würde schon am Anfang nur mit einem halben Ohr zuhören, weil er immer noch ein bisschen angefressen ist von der Sache heute Morgen. Aber als es dann um das Thema Familie geht, da blitzt dann doch schon so ein bisschen Motivation wieder in ihm auf und er denkt an seine eigene Familie, seine Herkunft, auf die er stolz ist. Ray, versuchst du dich richtig darauf zu konzentrieren, was er sagt, oder verlierst du dich ja auch so in Gedanken? Nur anfangs bin ich unkonzentriert, aber dann höre ich besser zu. Je mehr du zuhörst, desto mehr scheint die Aussage seiner Rede zu verschwimmen. Es ist nicht nur so, dass er Phrasen drischt und dass er quasi immer wieder die gleiche Aussage macht, sondern je mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr scheint es dir so, als würde er gar nicht wirklich eine Rede halten, sondern einfach immer wieder denselben unzusammenhängende Kette von Silben wiederholen, die nicht mal richtig Sprache ist. Und trotzdem siehst du, wie um dich herum die Leute entweder sich voll in ihre Arbeit versenken oder voll in seinen Worten aufgehen.
Würfel mal bitte eine Probe auf Perception. Du versuchst dich zu konzentrieren auf das, was er sagt, Ray. Und je mehr du dich versuchst, darauf zu konzentrieren, desto mehr verschwimmt das Ganze, bis du irgendwann nicht mehr Family, Liberty, Religiosity hörst oder solche Stichworte, sondern immer mehr wird es nur noch so ein la 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 la. Als würde er nur noch irgendwie so vor sich hinstammeln, als würde er gar keine richtige Sprache verwenden. Was dir auffällt, ist, wie die anderen immer mehr sich darauf konzentrieren, also die sich konzentrieren, besonders John, und wie Pence sich in diesem seltsamen Gelalle immer mehr auf John zu konzentrieren scheint, und er hält einen Becher in der Hand, diesen Kaffeebecher. Und du kannst sehen, dass er mit der einen Hand den Deckel von dem Kaffeebecher so ein bisschen aufhält und den Becher fast so ein bisschen mit der Öffnung Richtung John richtet. Und dann ganz plötzlich ist der Deckel wieder fest auf dem Kaffeebecher drauf und er beendet seine Rede und hebt nochmal so die Hand zum Gruß. Weiter so, machen Sie weiterhin so einen guten Job und wir werden diese Wahl gewinnen. Davon können Sie ausgehen. Davon können Sie ausgehen, Governor Pence. Pence dreht sich dann auch um und geht. Kellyanne weist sich nochmal auf eure Aufgaben für den Nachmittag hin und geht dann auch mit Pence weg. John, du wirst dich jetzt nur noch enthusiastischer in deiner Arbeit. Die anderen haben sich entweder irgendwie so ein bisschen in ihren eigenen Gedanken verloren oder sind schon wieder zur Arbeit übergegangen. Der Einzige, der richtig beseelt zu sein scheint von der Rede, ist John. Ian, hast du das Bild gleich gepostet? Am besten noch, du kannst das schön auf die Tour drucken. Halt ein Sabbel, hab ich. Gut, also wirklich schön, dass die Leute sehen, wie Governor Penn sich da rein auch hängt und selbst arbeitet auch und... Sich selbst da reinhängt. Hast du gesehen, wie der mit der Uzi Fotos gemacht hat? Das ist doch ein Witz. Ja, aber. Hey, lass doch Captain America seinen Traum da leben. Dass er hier war alleine schon, dass er mit uns geredet hat. Das kann man doch damit reinfließen lassen, oder? Wahrlich erbaulich. Ja, kannst halt noch irgendwas machen. Ich hab das jetzt gepostet, das Bild ist drin und hat auch schon die ersten Likes bekommen, also. Perfekt. Er setzt sich für die kleinen Leute ein, für die Studenten. Die Arbeiterklasse. Genau sowas. Hat uns Kaffee mitgebracht und Donuts. Jetzt können wir wieder in unserer Bude rumstinken. Das letzte überhöre ich einfach und gebe jetzt mein Telefon. Es will ja wieder telefoniert werden. Für den Nachmittag steht tatsächlich für euch alle nochmal eine große Telefonoffensive an. Alle außer Ihnen, der sich weiter um die Social Media kümmert, aber ihr seid dann alle hier oben im Praktikantenbüro und ihr habt reichlich zu arbeiten. Ihr müsst auch quasi so Fanpost beantworten. Die wird natürlich schön vorsortiert. Es werden nur positive Nachrichten quasi, Nachfragen zum Programm von Trump oder irgendjemand, wo ihr halt davon ausgehen könnt, dass die für Trumps Botschaft irgendwie offen sein könnten. Nur die kriegen eine Antwort und ihr müsst dann halt natürlich die Texte durchlesen und euch ein bisschen reinversetzen und dann aus den entsprechenden Textbausteinen, die euch zur Verfügung stehen, eine möglichst nach der offiziellen Trump-Pence-Linie klingende Nachricht zusammenstellen und natürlich möglichst vielen Leuten Antwort geben. Immer in dem Wissen, dass natürlich ausgewertet wird, wer von euch wie viel tatsächlich hinbekommt. Natürlich der Baustein We Make America Great Again oder We Make America Great Again ist natürlich auch immer benutzt. Benutze ich natürlich immer und immer wieder, genauso wie natürlich das Bejahen von den Aussagen von Donald Trump, und immer wieder schiede ich nach links und nach rechts den Blick, was die anderen machen, wie schnell sie arbeiten, um vielleicht noch eine Schippe draufzulegen. Ja, Ian hat sich jetzt gerade so ein bisschen zur Mittagspause auch nochmal seinen Laptop, liegt natürlich immer noch auf seinem Schoß, aber hat sich gerade so irgendwie so eine riesige große Kiste mit Mugger-Hats
genommen und hat die auf seinem Schoß und signiert die jetzt gerade so ein bisschen. Einfach schreibt er dann Trump drauf mit diesem Schriftzug mit einem großen Edding, die dann auch später irgendwo verschickt werden können. Also einfach nur großen Karton, große Kiste mit diesen roten Baseballkappen. Ja, dann Ian hat euch ja ziemlich vorgeführt, als Callie Ann da war. Was denkt ihr darüber und was, ja, macht ihr irgendwas deshalb im Laufe des Nachmittags? Also Kate würde gute Miene zum bösen Spiel geben und erstmal nichts machen. Aber halt genau gucken, ob sich irgendwann eine Chance eröffnet, wirklich was gegen Ian zu unternehmen. Auch wenn sie nicht darauf hofft, dass sie dazu in der Lage sein wird. Natürlich würde ich auch immer darauf bedacht sein, vielleicht eine Lücke zu finden, irgendwas, damit ich ihn dann auch eine auswischen kann, irgendwie ausspielen. Weil bis jetzt scheint er ja natürlich gerade von Miss Conway noch fast am besten dazustehen. Ray würde auch ganz ruhig seiner Arbeit nachgehen. Er würde nicht besonders darauf achten, was Ian macht, weil, ja, ich kenne ja meinen Status hier und ich denke mal nicht, dass das große Probleme machen würde, was heute Morgen passiert ist. Also mache ich einfach, habe ich jetzt alles richtig und dann passt das schon. Was ist mit dem seltsamen Eindruck, Ray, den du bekommen hast, als Pence da war, die Rede, die er gehalten hat? Nagt es irgendwie an dir? Das ist kalt? Naja, an mir nagen. Ein bisschen schon, also ich hab... Erst war die Sache mit dem Aufzug passiert. Und dann das, wo ich offensichtlich irgendwie Dinge falsch verstanden habe oder nicht vernünftig gehört habe, was er sagt und diesen Eindruck hatte, dass er für den Unsinn redet. Und dann die Sache mit John. Ich werde ein bisschen darauf achten, was John tut. John ist völlig in seine Arbeit vertieft, hakt ein Telefongespräch nach dem anderen ab. Irgendwann geht er dann zu den Briefen über. Es hat gerade einen Stoß davon ausgedruckt. So knapp 200 Nachrichten, die er im Laufe des Nachmittages noch beantworten muss. Und hat sie zu eurem Arbeitstisch rübergetragen, abgesetzt, den ganzen Block sich die oberste runtergenommen. Und fängt sofort an, liest sie ganz schnell durch und setzt sich damit hin. Und sobald er es irgendwie erfasst hat, fängt er an, in die Tasten von seinem Laptop zu hacken und scheint gar nicht zu merken, dass er sich an dem Papier richtig tief in die Finger geschnitten hat und dass quasi der Brief, den er gerade zur Seite gelegt hat, jetzt richtig krasse Blutflecken drauf hat und er hackt einfach in seinen Laptop rein, ohne richtig zu merken, dass er Blut auf der Tastatur verteilt. Was tust du, Ray? Hör mal, du blutest. Was? Genau. Ach was? Ist nur ein kleiner Schnitt. Warte mal, habe ich hier irgendwo da liegt bestimmt irgendwo ein paar Taschentücher. Ich nehme einfach mal ein Taschentuch. Wir müssen arbeiten, wir können doch jetzt nicht. John, wickel dir das eben um den Finger. Ich bin es mir so ganz schnell notdürftig im Finger und weil ich jetzt gerade schon durch diese kleine Pause, ich was gesagt, nehme ich sofort das Telefon auf, klemme es mir unter die Schulter und schreibe gleichzeitig weiter. Ich muss jetzt beides machen gleichzeitig, weil ich möchte weiterkommen, immer weiter. Ach, wie ekelhaft bist du denn? Arbeitsschutz. Hast du schon mal was von AIDS gehört? Du darfst nicht arbeiten, wenn du blutest. Das ist verboten. Wir haben jetzt 2 Tage vor uns, danach kann jemand noch sterben. Ich wollte mein Handy rausmachen, ein Foto von dir. Als ob Arbeitsschutz für eine so gar nicht Familie existiert. So, John. Entweder du lässt dir jetzt ein ordentliches Pflaster drauf machen und wischst das ganze Blut weg, oder ich twitter das Bild hier. Das würdest du nicht machen, du wirst uns alle hier. 3, 2. Ian, wenn du mal vor die Tür gehst, dann hast du auch ein Immunsystem. Das ist nur ein kleiner Schnitt und ich habe jetzt schon. Ein Viertel.
Mann, jetzt nimm scheiß Pflaster! Und gehe ganz kurz zur Spüle. Das ist so ekelhaft, ich muss kotzen. Schränken. Ja, ja, Mr. Johnson. Genau, warten jetzt erstmal, ich muss. Dann gucke ich nochmal in den Schränken so nach und mache mir ein Pflaster rum. Ja, vielen Dank. Leg aus und Ian. Zufrieden? Wenn du schon mal stehst, machen wir bitte nur Kaffee. Slash das Bild erstmal. Wir brauchen sowas nicht. Ja, ist gelöscht. Wie ein Hacker noch raufkommt oder aus Versehen gepostet wird und sowas. Ist gelöscht. Ist nur ein Foto, wie du blutest. Was ist denn mit dir? Wir brauchen keine bösen Zungen oder irgendwas. Könnt auch dazu schreiben, Mike Pence läuft mit einem Messer in der Suite rum. Glaubt uns auch keiner. Ja. So ein scheiß Foto wie irgendein Student. Niemand kennt dich. Irgendein Student, der blutet. Das interessiert doch keinen. Wir müssen das posten. Gut, alles gut. Mach Kaffee. Ich mach Kaffee und dann müssen wir alles weitermachen. Doppelt so hart. Wir schaffen das. John, du wirst die Kaffeemaschine wieder an und als du wieder zurück an deinen Arbeitsplatz gehst, ein bisschen blass um die Nase und mit zitternden Händen diesen Brief wieder in die Hand nimmst, weil du natürlich in der Zwischenzeit längst vergessen hast, was da drinnen stand, fällt dir auf, dass die Seite komplett normal ist, komplett sauber, das sind keine Blutflecken. Auf deinem Laptop ist gar nichts. Sag dir doch, war nur ein kleiner Schnitt. Und wer sofort einfach... Ich schüttel mir den Kopf, Ian, und mach sofort weiter mit doppelter Geschwindigkeit gefühlt und versuche eigentlich nur noch die Tasten zu hauen und die Telefonate durchzudrücken. Natürlich immer noch mit meiner gespielten Fröhlichkeit. Ja, aber da liegt jetzt sowas drunter unter dieser gespielten Fröhlichkeit. Du fühlst dich irgendwie verausgabter als je zuvor in dieser Kampagne. Plötzlich merkst du, wie sehr du deine Kräfte verbraucht hast für diese Sache. Hoffentlich lohnt sich's. Ich stürze meinen Kaffee schwarz. Schüttel mich einmal ins Kurz und gucke auf den Berg an Arbeit. Müssen wir schaffen. Kate, irgendwann am frühen Abend bekommst du von Kelly Ann nochmal eine persönliche Nachricht mit einer Anweisung, in der Lobby ein Paket abzuholen. Wahlkampfmaterial. Ich muss mal kurz ein Paket von Miss Conway holen und wird halt zum Aufzug gehen und Lobby halt drücken. Du fährst runter in die Lobby und du gehst da zum Empfangsschalter und tatsächlich ist da nochmal ein Paket angekommen. Da sind irgendwelche Dekoartikel von der Republikanischen Partei drin. Die werdet ihr wahrscheinlich für die große Pressekonferenz am nächsten Tag brauchen. Du unterschreibst da mit deinem Namen alles ganz normal, nimmst die Sachen und begibst dich zurück in den Aufzug. Gerade als die Türen des Aufzugs sich schließen, schiebt sich nochmal plötzlich so eine Hand dazwischen. Und die Tür öffnet sich nochmal. Da steht eine große, schlaksige, bisschen blasse Gestalt mit gegelten, gescheitelten Haaren und gluckst so ein bisschen dümmlich in sich rein. fast zu spät, aber ich hab's noch geschafft. Dann tritt Eric Trump, der jüngere Sohn von Donald Trump, zu dir in den Fahrstuhl und drückt drei Etagen über dir. Penthouse.